Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Die dritte Liga ist ein Tauschgeschäft, zumindest für den FC Carl Zeiss Jena, weil sie im Ernst-Abbe-Sportfeld weiter nicht spielen dürfen, musste das Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern notgedrungen bei Boris Schommers und seinem Team auf dem Betzenberg stattfinden. Der FCK also zu Hause mit einem Gastspiel, aber von Beginn an in Durchgang 1 die bessere Mannschaft. Nach Ballverlust von Grösch, Pick auf Kühlwetter, Zulu zu weit weg und das 1:0 nach 6 Minuten für den Gast aus Kaiserslautern. Vorausgegangen aber dieser schlimme Stockfehler von Grösch und dann war's für Florian Pick im 5. Spiel in Folge die 5. Vorlage. Tolles Tor für den FCK, der auch in der Folge gegen das Tabellenschlusslicht alles im Griff hatte. Es war Einbahnstraßenfußball im Fritz-Walter-Stadion. Wieder dieser ständige Unruheherd. Pick, tolle Übersicht für Zuck und dann Schau zu ungestüm. Schiedsrichterin Rafalski zeigte völlig zu Recht auf den Punkt. Klare Sache. Ja, was sollst du da anderes machen? Schau kam halt zu spät. Zuck nahm den Kontakt dankend an. Die Chance für Kühlwetter zum Doppelpack in Minute 34. Kühlwetter gegen Koppens, aber der Posten stand im Weg, nicht das 2:0. Und endlich mal auch positive Emotionen beim FCC. Doch das änderte nichts an der Richtung des Spiels. Immer wieder Pick, aber wieder der Posten. Doch sie blieben einfach dran. Pick, schnelle Drehung, Carl Zeiss viel zu passiv und dann ging's ruckzuck. Und wenn's vom Punkt nicht klappt, macht das halt aus dem Spiel heraus. 37. Spielminute, da konnte sich Kühlwetter ein Grinsen auch nicht verkneifen. Das 2:0 zu diesem Zeitpunkt auch vollkommen verdient für die einzig offensiv aktive Mannschaft auf dem Rasen. Die Mannschaft von René Klingbeil war ohne Mannschaftstraining angereist. Die Reisestrapazen, sie waren zu spüren im ersten Durchgang. Und auch zu Beginn der zweiten Hälfte ging es zunächst nur in Richtung Koppens, wieder Pick. Aber dieses Mal mit keiner guten Vorlage. Mickels verhinderte das 3:0 und damit auch die Entscheidung im Spiel. Und plötzlich, wie schon beim 1:1 in Duisburg, wachte Jena auf. Ecke Hammann, 54. Grösch, Direktabnahme. Das Schlusslicht war zurück im Spiel. Durch das erste Saisontor von Grösch, das 1:0 verschuldet. Aber dann das Ding so hübsch wieder gut gemacht. Und plötzlich war es eine ganz andere Partie. Der FCC, er erwachte plötzlich. Mickels, der machte viel Alarm auf der linken Seite. Und hatte auch gute Abschlüsse. Aber Lennart Grill nach Gelbsperre zurück im Team mit starker Parade. Carl Zeiss wurde im Heimspiel in Kaiserslautern immer stärker. Und vom FCK gab es kaum Entlastung. Dann mal Bergmann auf Nanzig und der eingewechselte Thiele, der Ex-Carl Zeiss-Schirmer mit der Riesenchance zur Entscheidung. 10 Minuten vor dem Ende. Ein Mittelstürmer muss den eigentlich machen. Tolle Parade, aber auch von Koppens. Und so war der Punkt für Jena. Weiter in Reichweite. Und sie arbeiteten heftig daran. Obermeier. Lauter nur noch mit Abwehrarbeit beschäftigt. Und der eingewechselte Günther Schmidt aber wieder Grill. Der bald Leverkusener verhinderte den Ausgleich und rettete seinem FCK letztlich auch den Sieg. Denn Carl Zeiss stemmte sich aufopferungsvoll, aber konnte nichts mehr reißen. Ja, ich sage jetzt, das ist die Basis vom Fußball, wenn ich schon mit dem Herz spiele, so wie heute, dann kannst du jedem Truppe wehtun. Das haben wir in Duisburg gezeigt und das wollten wir heute eigentlich wieder zeigen. Deswegen ist es schade von der ersten Halbzeit. Wir müssen einfach die Moral hochhalten, beieinander bleiben und kämpfen bis zum Schluss. 3 Spiele nach Corona, 2 Siege, 1 Unentschieden. Das liest sich erstmal gut für Boris Schommers und den FCK. Wir sind jetzt erstmal froh, dass wir aus den 3 Spielen 7 Punkte geholt haben von 9. Und jetzt ist am Mittwoch eine Riesenaufgabe gegen Duisburg. Und da müssen wir jetzt an die erste Halbzeit anknüpfen. Wenn wir genauso spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann wird das nichts. Und deswegen müssen wir die erste Halbzeit auf den Platz bringen. Und da müssen wir gucken, dass wir das Spiel gewinnen. Und was dann weiter passiert, sehen wir dann.
Lautern verschafft sich ein dickes Polster zur Abstiegszone und kann tatsächlich zu Hause auch noch gewinnen. Allerdings geht dieser Erfolg gegen Jena nicht in die Heimstatistik ein. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.